Hallo, wir sind die Tiralin. Endlich geht's weiter. Und zwar mit der Story vor allem. Wir haben den Stab von Quinlin, dem Zwergenmeister, dem Schattenelfenboss. Nee, dem Schattenelfen-General abgeknöpft. Und wollen jetzt irgendwie ein bisschen mehr darüber erfahren. War er der Bürgermeister oder war er derjenige, der einfach nur da rumsteht? Nee, ist der Bürgermeister. Du hast ein Beweisstück im Wolkenreich gefunden. Endlich erfahren wir, wer schuld ist an der Plage, die unser Zenzera quält. Wieso? Und was macht er mit seinem Kopf im Hintergrund? Er nickt sehr eifrig, ne? Ganz eifrig. Kann mir mal einer erklären? Ich dachte, der Stab zeichnet nur den Zwergenmeister aus und nicht. Und hat er magische Kräfte? Keine Ahnung. Außerdem, was mich irritiert, der Schattenelfengeneral hat gesagt, dass er zusammen mit seinen Brüdern, den Zwergen, diese Zenzera-Welt beherrschen möchte. Oder erobern. Und das würde ja bedeuten, dass die Zwerge da mitmachen. Zu Recht. Kann es sein? Das Artefakt ist eindeutig der Meisterstab von Quinlin. Ja, das habe ich doch gesagt. Weiß ich doch. Er ist also der Verräter, der die Schattenelfen rief? Wir müssen ihn finden und unschädlich machen. Bitte? Wir werden ein Turnier der Feenmeister im großen Baum im Sumpf organisieren. Dort ermitteln wir den besten Feenmeister Zenzeras. Der Sieger wird auf die Suche nach Quinlin geschickt. Die Zwerge müssen aufgehalten werden. Also sind die wirklich zusammen miteinander verzwirbelt? Ich glaub's ja nicht. Irgendwie glaube ich das nicht. Oh, ich musste husten. Du solltest daran teilnehmen. Weißt du schon, wie man zum großen Baum gelangt? Ich mach mal einfach nein. Du musst das Sumpfdorf durchqueren und den Stegen weiterfolgen, bis du zum großen Baum gelangst. Hör mal, das hätte ich jetzt nicht rausgefunden. Viel Glück bei dem Turnier. Das heißt, man muss jetzt ein Turnier bestreiten. Ihr könnt auch direkt Amy schicken. Die weiß es doch sowieso. Die wird doch sowieso gewinnen. Warum kann ich nicht jetzt schon auf die Suche gehen? Mein Gott, schickt doch alle einfach. Es muss doch nicht nur der Beste gehen. Es ist schon ein bisschen ärgerlich gerade, ne? Netter, nice ass hier von der Statue. By the way. Aber. Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch an die Folge in Dunmore, wo wir zum großen Baum gehen wollten? Ich mach mal die Karte nebenbei auf. Und erinnert ihr euch ja an den einen Kerl, der uns da den Steg... Ja, auf dieser Stelle. Oder was? Auf dieser Stelle diesen Steg versperrt hat. Kommen wir vielleicht von hinten da lang? Und der wollte einen Sektbus haben. Vorher lässt er eigentlich durch, weil er heult halt ganz viel. Aber wäre... Und die Suane, die wir gefangen haben, will die eine Ladenbesitzerin haben. Dafür kriegen wir Sektbus. Ich gebe doch jetzt nicht meine Suane weg. Die ist so unique. Der Nebelsumpf. Kamen wir von der Waldhütte dahin? Wir sind da auf der Seite schon gewesen. Von hinten sind wir da nämlich rangekommen. Ah, der große Baum. Mann, ich will doch nicht unsere Suane weggeben. Wie sind wir da nochmal hingekommen? Ganz bestimmt nicht von Dunmore aus. So. Wir gehen über den Weg, den ich mir vorstelle gerade. Oder mussten wir zur anderen Seite raus? Gut, dass ich so vorbereitet bin. Ich guck nochmal auf die Karte. Entweder war es dieses Tor oder das andere da hinten. Ich glaube, das war das andere Tor gewesen. Wenn wir durch dieses Tor gehen, kommen wir nach Endeva. Aber wir kamen doch von hier hinten lang. Nein, nehmen wir einfach das. Zur Not können wir immer noch nach Dunmore fliegen.
Zur Not, wenn gar nichts hilft, müssen wir wirklich Suane verkaufen und Sekbus holen und dann den Weg über das Dorf von Dunmore, also Dunmore, gehen und dem blöden Kerl seinen hässlichen Sekbus ins Gesicht quetschen. Es ärgert mich. Ein Vöglein. Ich möchte das nicht. Ach komm. Welches Level hast du? 3? Gut geraten. Ich fliesch mal weg. Das ist unter unserer Würde. Blumella. Ein Turnier also. Haben die nichts Besseres zu tun? Haben die wirklich nichts Besseres zu tun? Als ein dämliches Turnier zu veranstalten? Mal abgesehen davon, dass man da super viel organisieren muss. Ist das einfach jetzt, wenn Schattenelfen dein Land überfluten, vielleicht direkt das Falsche? Alle gegeneinander kämpfen lassen, dann sind sie schön erschöpft. So doof einfach. Amy ist ja schon die Frau aus der Prophezeiung. Oh, können wir hier vielleicht... Oh, wir können! Entschuldigung, das muss ich immer mal wieder machen. An den Stellen, wo es geht. Gut, haben wir doch schon. Wenn wir können, werden wir fliehen. Ja, wir können. Oh, tschüss. Ich frage mich vor allem, gegen wen wir da alles kämpfen werden. Sind das dann neue Leute oder sind das alte Leute? Also mit alte Leute meine ich Bekannte. So der Feenmeister aus Endeva zum Beispiel. Haben wir auch schon besiegt. So. War das der Weg? Ich muss mal gucken. Oder kommen wir jetzt hier zu diesem nutzlosen Teich? Ich glaube, hier kommen wir zu dem Teich, ne? Aber da hinten ging es doch auch weiter. Ja. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, da ist der Teich. Ein Kaninchen. Hallo du, Mümmler. Tschüssi. Komm, da gehen wir einmal durch. Weil es so schön ist. Jeder kann ein gutes Haar gebrauchen. Ich glaube, da geht's jetzt zur Hütte, ne? Weil wenn es da zur Hütte geht, brauchen wir da gar nicht weitergehen, oder? Oder hatten wir da noch irgendwas offen? Fehlte uns da noch irgendwas? War hier irgendwo ein Stein, der sonst was blockiert? Hm? Wie war das? Oh! Schau mal, was ich da vergessen habe. Aber sehr ungründlich war ich. Könnte ja mal... Hallo? Ich will gerne eine Fee fangen. Bitte, hier gibt es keine Wasserfee? Das ist dein Ernst? Das ist ja unfassbar. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh, wie gemein. Ist ja nur wahnsinnig viel Wasser hier, ne? Wow. Goop kommt mal von alleine irgendwo raus. Ist auch selten, oder? Goop. Oh nein. Oh. Na ganz toll. Manax können wir nicht nehmen, weil wir haben gelernt, Wasser ist gut gegen Dunkelheit. Und das geht so. Fang die Fee. Nö. Sieh! Ja. Schnell, noch ein Münzchen.
Oh, die kriegen wir nicht mehr. Ja, sage ich ja. Gerade so nicht. Oh, nur noch 2 Level. Los, Simgott. Naja, nächstes Mal. Das war der Eingang. Theoretisch war hier nichts. Aber ich will lieber sicher sein. Boah, Telefon. Ich fühle mich nicht ganz wohl, denn da steht ein Telefon. Tschüssi. Level 29. Können wir Tschüssi sagen? Ja, wir können. Tschüss, Telefon. Aua. Oh, wir sind langsam. Bleib mal in deinem Baum und lass uns in Ruhe. Und hier war einfach nur so ein Rundgang. Ach man, hier gibt es keine Wasserfee. Das finde ich traurig. Gut, wir gehen zurück. Oder können wir mit ihr nochmal reden? Ist dein Mann jetzt endlich zurück? Oh, ja, guck mal. Danke, dass du unser Haus von den Büschen befreit hast. Bitte, bitte. Und dein Mann ist da. Bijir Siktidi. Wir haben uns nicht schon einmal im Sumpfdorf getroffen, oder? Ich werde dir nie vergessen, dass du unser Tal von Stachelbüschen befreit hast. Als Dank für deine Hilfe erschaffe ich für dich aus 2 kleinen Heiltränken einen großen Heiltrank. Bist du einverstanden? War mir ein Vergnügen. Das ist cool. Das macht er bestimmt öfter. Aber wir wollen ja weiter. Ach, ein kurzer Blick auf die Karte. Muss sein. Simgott kann dann auch gleich wieder mal einen Heiltrank gebrauchen. So, wir sind da. Was ist denn das hier für ein Weg? Hm? Ich habe vergessen, wie wir da hingekommen sind. Ganz, ganz ehrlich. Wir waren doch da schon. Genau da waren wir. So doof. Wie soll man sich das auch merken, ne? Müsste ich mir direkt aufschreiben. Aber ich entsinne mich, dass da auch irgendein Grund war. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Hä? Sind wir da jemals lang gegangen? Karte, bitte. Da waren wir noch nie. Oh, ich will wissen, was dahinter ist. Ich sehe Geld. Ich sehe ganz viel Geld. Und eine kleine blöde Pixie. Und ein Pilz. Wahnsinn. Cool, jetzt haben wir noch was, was wir rauskriegen möchten. Müssen möchten. Und zurück. Ach, Manno. Viteria, Viteria. Können wir fliehen? Wir können. Ups, Viteria, sei doch nicht so. Tschüssi. Ich will mit dir nicht spielen heute. Na, mal gucken. Ich will unsere Swane nicht weggeben. Ich habe so ein Gefühl, jetzt müssen wir das machen. Oh, ich will nicht. So, hat der verwunschene Wald noch andere Ausgänge? Bitte, bitte, bitte. Wir werden garantiert jetzt nochmal gleich mal angegriffen. Das passiert, wenn man hier einfach so durch den Wald stratzt. Hier ist nichts.
bitte schön. Vielleicht hier? Ah, hier sind nur die Pilze. Da kommen wieder diese Pilzfeen. Da hinten ist ein schöner Grafikfehler. Leider hilft er uns nicht. Oh, ein Vespert. Den müssen wir theoretisch fangen, ne? Der fehlt uns nämlich, weil wir ja weiterentwickelt haben. Ich glaube, den hole ich mir einfach, wenn ich kann. Wenn er sich holen lässt. Oh. Wehe, das wird jetzt eine Kristallkugel. Wehe, der wird jetzt mit einer Kristallkugel gefangen. Wir fangen ihn. Oh, eine Silberkugel, ein Glück. Perfekt. Ich mag ja Vollständigkeit, ne? So, ist das ein Weg? Ist das ein Weg? Oh. Das sieht aus wie der normale Weg, oder? Kann das sein? Warte. Oh, ich... Ich glaube, ich weiß, wo es nach Dunmore ging. Das ist der normale Weg, ja. Ach, Mano. Na gut, wir fliegen nach Tiralin und gehen den Weg. Ich will nicht unsere Sekbus verkaufen. Das machen wir jetzt noch und dann, wenn ich nicht weiterkomme, machen wir es doch. Auch wenn ich nicht möchte. Ich will doch nicht. Wo? Da. Mann, Mann, Mann. Das können die doch nicht von mir verlangen. Mann. Meine süße Suane. Die will ich nicht hergeben. Die ist die Hüterin der Arena. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt jemals wiederkriegt. Das ist bestimmt ziemlich besonders. Aber das wäre schon ein ziemlich fieses Konzept. Wenn ein Spiel einem eine besondere Fee anbietet und man diese aber verkaufen muss, damit man im Spiel selber weiterkommt. Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich will erstmal davon ausgehen, dass ich einfach selbst zu blöd bin, den Weg zu finden. Das wäre mir jetzt erstmal lieber. Oh. So, der verwunschene Wald. Da war doch das Schild. Da ging es nach Dunmore. Das war doch hoffentlich jetzt der Weg. Mal gucken. Eins ging zum Zwergenturm und rechts ging es doch nach Dunmore. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Oje, oje. Hoffentlich klappt das. Ich weiß, dass wir da auf der Rückseite schon waren, denn da haben wir eine Pixie gefangen. Oder zwei sogar. Und das war ziemlich cool. Los. Sieht schon ein bisschen nebliger aus hier hinten. Ja. Ja. Bitte, bitte. War das das? Ja, das meine ich. Genau, mit den Fröschen, die hier so rumknötern. Oh! Ich sollte aber nicht sterben. Das wäre jetzt nicht so die coole Idee. Na, mal gucken, ob das hinhaut. Das hört sich gar nicht gut an, oder? So. Da ist ein Frosch. Und jetzt auf zur Karte. Ich will nur mal schauen. Weil wenn wir jetzt einfach nur zum Dorf dann mal fahren. Laufen. Dann kann ich mich da auch direkt hin teleportieren. Vielleicht waren wir doch nicht hier. Weil das war eindeutig der Ort.
Also waren wir eindeutig nicht hier. Und dann können wir auch direkt nach Dunmore fliegen. Na toll. Dann müssen wir da nicht durchlaufen. Na gut. Aber es macht ja gar keinen Sinn, nach Dunmore zu fliegen, wenn wir nicht Sekbus haben. Ah. Macht mich gerade ein bisschen irre. Ja, ich... Also, so, wir machen es so. Ich suche jetzt offline nach Wegen, das ohne diesen Tausch zu machen. Und wenn das aber nicht hinhaut, dann müssen wir tauschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann werde ich nämlich gleich Suane nicht mehr haben, sondern direkt offline Suane in Tiralin umtauschen. Und dann ganz doll weinen. Und dann Sekbus werden wir hier starten mit Sekbus hinter uns. Bitte nicht, bitte nicht. Na gut, dann beenden wir mal und hoffentlich funktioniert das.